Moin, Moin, auf geht's, ab geht's hier mit einer schönen neuen Runde aus dem Landwirtschaftssimulator 19. Wir haben wieder einen wunderschönen neuen Mod mitgebracht, den Bergmann HTW 65 mit 56.000 Litern. Im Leasing kostet uns das gute Stück 3.672 € und einen Gesamtkaufpreis von 72.000. Ja, was können wir alles ändern? Wir können einmal die Hauptfarbe ändern. Wir haben jetzt so ein, ich sag mal, so eine Art Silberweiß, so scheint es jetzt im Moment. Ja, jetzt haben wir so eine Art hautfarben gräulich, so in der Art. Ja, sieht ganz ordentlich aus, kostet uns keinen Aufpreis, ist frei verfügbar, sollte dann in Ordnung sein. So, 56.000 Liter haben wir in der Standardversion. Das gleiche können wir dann auf 61.000 nochmal aufstocken. Man sieht, hier oben hat sich dann ein bisschen was geändert. Wir haben jetzt hier noch so einen kleinen Holzrahmen. Da ist dann jetzt hier noch so eine Erhöhung mit zu streben drin. Das Ganze kostet 1.000 € mehr, also da kann man nicht meckern. So, dann haben wir die Bereifung. Wir haben im Moment die Teleburg drauf. Da können wir in der Reifenvariante nichts ändern. Dann gehen wir einmal auf die Michelin. Da sehen wir schon die Breitreifen drauf. Das sieht direkt schon eine ganze Ecke besser aus. Und da haben wir dann noch eine zweite Variante. Steht jeweils auch dann wieder unter Breitreifen. Also müssen wir dann halt mal durchklicken. So, ja, Aufpreis da auch 0 €, kann man sich frei wählen. Also reine Geschmackssache, wunderbar. So, wir sehen jetzt hier, wir haben jetzt hier im Moment nur die Standardfarben außenrum. Wir können dann hier noch den Warnstreifen einmal in Rot auf der Rückseite und dann einmal seitlich dann die gelben installieren. Das Ganze kostet 500 € Aufpreis. Und kann dann natürlich genommen werden, so wie man es gerne möchte. So, wir haben ihn jetzt im Moment ja oben offen. Wir können dann noch eine Abdeckung installieren. Das kostet dann 3.000 Aufpreis. Da können wir ruhig noch mal testen. Da ändert sich dann von der roten Farbe oben nichts. Ja, das kann man aber dann auch leider nur bei dem für 56.000 Liter, weil beim anderen wird es so nicht funktionieren. Können wir auch dann nochmal einmal umschalten, hier 61.000, das passt dann hier oben mit den Anschlüssen nicht. Wunderbar. So, ich würde sagen, das Ganze gucken wir uns dann mal kurz an. Hier steht er schon parat. Kabel sind alle angeschlossen, wunderbar. Hier unten ist auch alles dran. Sieht sehr, sehr cool aus, das Gerät. Hier haben wir noch die ganzen Druckanzeigen und. Hier Aufkleber sind alle drauf, hier so auch das Schild hier unten. Ja, man kommt jetzt gerade nicht so ganz so gut hin. Ja. Dann haben wir hier hinten die ganzen Anschlüsse, Federn und so weiter und so fort. Das sieht schon alles ganz cool aus. Von der anderen Seite dann genau das gleiche. Dann haben wir den, ja, etwas hautfarben, gräulichen, größeren Wagen dann hier noch stehen. Mit den, ich glaube, 61.000 Liter waren es. Ja, sieht auch ganz cool und ordentlich aus. Wir haben jetzt natürlich auch nochmal Anhänge. Da haben wir hier an der Seite dann auch nochmal ein paar Armaturen und. Ja, hier fehlen dann jetzt die Bremsklötze oder wie man es nennt. Die sind da natürlich jetzt im Moment installiert. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Wir drehen mal ums Eck hier. Wir sehen auch hier wieder die Vorderachse und die hintere Achse. Da kann man so ganz gut erkennen. So am besten. Sind dann auch hier wieder so einlenkbar. Das passt wieder ganz gut. Und dann klappen wir das gute Gerät mal auf. So, erst geht die linke Seite auf, dann geht die rechte Seite auf. Das sieht alles wunderbar. Ja, vom Abstand her passt das auch ganz gut. So, dann können wir hier vorne die Klappe noch aufmachen. So wie man es gerne möchte. Für den besseren Blick hinein. Ganz gut. So, dann können wir ihn natürlich dann auch wieder so kippen. Das hat dann was mit der vorderen Achse zu tun. Dann kann man das halt so ein bisschen anpassen, das Ganze. Ja, funktioniert sehr, sehr gut. Coole Sache. Hinten sind dann auch nochmal extra Schläuche und sowas alles verarbeitet. Macht schon viel her, auch für hier oben dann. Für den Anschluss hier. Ich weiß nicht, ob man es ganz gut sehen kann. Hier das Ganze, das ist dann auch nochmal separat bei der Version jetzt hier installiert. Das haben wir jetzt hier hinten bei ihm nämlich nicht. Du musst hier genau hingucken, weil wir die Klappe nicht haben. Wunderbar. Ja,
Ja, ganz cooler Anhänger hier, der macht jedenfalls schon viel, viel Spaß. Fahren wir mal rüber hier. Hängen uns den neuen an. Ja, auch mit dem Stempel unten, dass er so schön einfährt und das passt natürlich auch. Hier können wir natürlich auch wieder vorne aufklappen. Vorne den Anschluss hoch und runter fahren, so wie wir es gerne haben möchten. Das passt eigentlich auch wunderbar. Lenkung hier auch das gleiche. Da ist dann wirklich nur oben der Aufbau jetzt anders und halt die Farbwahl mit dem ganzen Kram, was wir ausgesucht hatten. Hier kann man dann auch noch mal ganz gut die ganzen Reflektorstreifen sehen, die Warnstreifen. Das auch alles ordentlich verarbeitet. Ich würde sagen, Däumchen da lassen, Abo da lassen, Spaß haben. Ja, das Ganze gibt es dann natürlich wieder auf dem Mod-Hub für alle gängigen PC-Versionen und Konsolen allgemein. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Macht's gut. Reingehauen.